Wir sind immer noch ohne KK unterwegs und ich würde sagen, starten wir am besten gleich rein. Ich habe mir heute vorgenommen, ein bisschen weiter Hauptstory zu machen, ist klar. Ohne KK geht hier nichts. Was haben wir denn hier noch an Essensmaterialien? Kurz mal reinschauen. Ich habe das eigentlich ausgerüstet. Wieso wechselt der mir nicht? Ah, hier. Okay, wunderbar. Los geht's. Okay, da hoch. Ne, wir sind ja aus KKs Wohnung gekommen. So, gehen wir mal da lang. So, ich habe schon wieder so leichte Schmierungen im Spiel drin. Ich hoffe, es bekommt bei euch nicht so genau. Bei euch läuft es eigentlich ganz okay. Aber wenn ich jetzt hier selbst am PC sitze, dann kommt es mir vor, als würde ich in einer kleinen Ruckelpartie sein. Freut mich aber, dass ihr ein besseres Bild habt. Das ist die Performance. Gestern Abend war es wirklich so, dass am Ende des Streams absolut perfekt gelaufen ist. Oh ne. Und dann schmiert man das Game ab und ich habe es noch vorher gelobt. So, gehen wir weiter. Der Geist hier oben, oder was? Ich könnte auch eigentlich weitergehen. Er hat mich nicht gesehen, oder? Er hat mich gesehen. Oh Mann, das war aber ein echter Fail eben. Okay, wunderbar. Ich kann auch noch Seelen einfangen, oder was? Kann ich ein paar Seelen abgeben? Schauen wir mal ganz kurz rein. Und kann ich machen. Immerhin haben wir fast schon 10% Geister übertragen. Ne? Ja, wir haben schon 10% Geister übertragen. Okay. Was ist mit dir los, Hundi? Für dich habe ich jetzt keine Zeit. Da ist auch ein Schrein. Okay. Ist er hier? Die halten mich nicht auf. Wenn ich Mari retten will, Keke, dann brauche ich deine Kräfte. Da war wieder so ein ganz stranges kleines Kind, oder? Bahne den Weg in den Herzen des Hirokawa-Schreins. Ich glaube, das ist ein Schrein, den gibt es wirklich, ne? Die Schreine hier in dieser Welt, in diesem Spiel, sind teilweise erfunden, aber einige gibt es wirklich. Und ich glaube, das ist einer davon. Die weiß gar nicht, was abgeht.
So, wo muss ich denn hin? Da drin gibt's Kaching. Schnappen wir uns den noch. Oh, müssen wir da rein? Können wir aber nicht. Warum auch immer. Ich höre noch einen Geist. Wie kommen wir da rein, ja? In den Schrein da. Hintenrum vielleicht. Gibt's hier noch irgendwas? Grüntee? Die können mich gar nicht gesehen haben. Die können mich überhaupt nicht gesehen haben. Wo geht's denn da lang? Da gibt es ein paar Pfeile, die nehme ich gern mit. Da gibt es ja einiges. Sogar ein Safe, Alter. Mit Kaching drin. Was haben wir hier drin? Wieso kommst du jetzt einfach hier rein? Wer hat mich verflucht nochmal hier gesehen? Ah, der da hinten. Okay. Einer nach dem anderen auslöschen. Hier rein. Normalerweise dürfte mich jetzt nicht sehen. Das war's. Wunderbar. Perfekt. Na, rein mit uns.
Schon da? Hat lang genug gedauert. Woher wusstest du denn, dass ich dich retten würde? Retten? Spiel dich mal nicht so auf. Du bist hier, weil du meine Kräfte brauchst, oder etwa nicht? Wo hast du... Eine Frau in deinem Versteck hat mir das gegeben. Dann lebt sie also noch. Nein. Tot, aber mischt sich immer noch ein. Ist das deine Familie? Ist das? Sind sie der Grund? Das geht dich nichts an. Alles, was zählt, ist, dass wir auf derselben Seite stehen. Du und ich. Ich hebe es für dich auf. Also, kommst du jetzt mit, oder was? Bittet man so um einen Gefallen? Ich bitte dich nicht. Das ist ein Angebot. Und wir haben beide keine Wahl. Hoffentlich bereust du es nicht. Oh je. Freunde von dir? Ja. Sei so gut und stell dich vor. Okay. Ich bin auch ganz gut. Wie einer auf richtig cool macht jetzt, wo KK wieder da ist. Alter. Eieiei. Was war das denn? Können wir das nochmal machen? Uiuiui. Chef. Das war unglaublich. Mit vereinten Kräften können wir das Unmögliche schaffen. Okay, in Einklang bringen, abbrechen. Wenn Aketos Resonanz mit KK das Maximum erreicht, drücke gleichzeitig L und R, um sie im Einklang zu bringen. Dadurch wird die SK für ätherisches Leben komplett wiederhergestellt. Okay. Außerdem wird eine gewaltige Schockwelle ausgelöst, die kleinere Gegner wegschleudert und große betäubt. Zudem wird es im Einklang einfacher, die Kerne von Besuchern freizulegen. Das bedeutet das Kyo da unten. Kyo bedeutet gemeinsam. Dieses Kanji. Was zum... Was war das denn jetzt? Verdammt. Sie haben das Ritual begonnen. Harry. Keine Zeit zu verlieren. Los! Körper und Geist haben abgeschlossen. Er ist zurück. KK, wir haben KK wieder. Das ging ja ziemlich schnell, Alter. Verhältnis. Licht kommt aus dem Nordosten. Zuerst müssen wir diesen Ort reinigen und den Nebel vertreiben. Okay, wir haben
diverse Ausrüstungsgegenstände bekommen. Schauen wir gleich mal rein. Das sind die ganzen Missionen, wo neue dazugekommen sind. Alter, Junge, Junge, sind da viele Nebenmissionen dazugekommen. Außerdem müssen wir den Schrein hier reinigen. Kannst jetzt eine neue Fertigkeit lernen. Ja. Eigentlich will ich mich nur umziehen. Und zwar haben wir das Taktische bekommen. What the hell? Taktische Hose. Ja. Warum nicht? Dann haben wir hier den Handballenschutz ausgerüstet. Taktische Jacke. Ja, ich find die eigentlich recht nice in dem Stil. Und die lassen wir so. Cool. Finde ich doch ganz nett. Zu viele Tutorials. Dann haben wir 10 Punkte, die behalte ich nochmal vorerst ein. Was haben wir denn hier? Ist das das Cure? Gebetskette. Du kannst zwei Gebetsketten gleichzeitig tragen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Okay, ich habe ja noch keine zweite Gebetskette, aber ich drücke sie mal trotzdem. Wer weiß, wann man eine bekommt. Oder du sparst weiter. Deine Sache. So, erstmal müssen wir den Schrein hier reinigen. Der Nebel lichtet sich. War das vorhin eine Freundin von dir? Wer? Rinko? So weit würde ich nicht gehen. Das heißt, wir sind nur Kollegen. Wir arbeiten zusammen, das war's. Rinko mit dem kleinen Chinko. Einige Geister, die sich hier verehrt haben. Sammeln wir mal alle ein. Ich könnte eigentlich machen, dass ich Geister schneller absorbieren kann. Das dauert ja schon einige Zeit. Ne? Okay, wunderbar. Schauen wir mal, was sich alles hier aufgetan hat, wo der Nebel sich gelegt hat. Gar nicht mal so viel. Nebenmissionen haben sich aufgemacht. Da oben ist ein Schrein, da ist das Tuch wieder. Ich würde sagen, gehen wir doch gerade einfach gleich zum nächsten Schrein. Wir machen gar nicht lange rum. Ah, da ist eine Katze und außerdem gibt es Geister. Eins nach dem anderen. Alter, was ist das denn für eine Crazy Cat? Oh, da haben wir sogar einiges. Betäubertalisman. Zweimal. Wie kann man die wechseln, die Betäubertalismane? Ah, hier. Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Okay, ich habe verschiedene Talismane. Krass, okay, das ist der mit dem Blitz. Der Stunt. Den habe ich noch nie gesehen. Und was ist das? Ah, das ist die Hecke. Okay. Was ist das wohl? Hm.
immer weiter. Irgendwo ist ein Tengu, da oben. Oh mein Gott. Da komme ich gar nicht durch. Aber so wie es aussieht, muss ich sowieso zu dem Schrein da drüben, ne? Okay. Alter, was bist du denn? Ah, du bist das komische Tug. Kann das sein? Okay. Krass, krass. Habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so einen komischen Gegner. Das sind übrigens solche Tücher, die man zu der Regenzeit in Japan verkehrt rum auf den Kopf hängt. Dass die Regenzeit schnell. Oder. Wie war das? Dass die Regenzeit. Eigentlich ist es so, die Ahnen zu rufen, ne? Während der Regenzeit kommen nämlich die verstorbenen Ahnen zurück. In die Menschenwelt. Und wenn man die verkehrt rum aufhängt, dann was will man dann? Will man, dass die Regenzeit schneller vorbeigeht, oder will man, dass die Regenzeit länger bleibt? Oh, ich hab's vergessen. Habe ich nicht drauf geachtet. Mach mal. Was hat denn der da rausgezogen? Hat ja ausgesehen wie so ein. Wo ist der Tengu? Von den Bahnschienen, so eine Schranke. Kann man da hoch? Jo. Da drüben ist der Schrein. Hm. Das könnte knapp werden. Wenn wir sie nur leichter finden würden. Okay, das war nix. Da oben ist aber das Tuch, seht ihr es? Zu dem Schrein muss ich. Hoch mit uns. Ist auch so ein Tenko, keine Ahnung. Wir müssen erstmal hier hoch. Wir könnten versuchen, hier rüber zu fliegen. Wunderbar, hat funktioniert. Ah, da ist auch ein Tenko. Ach. Den habe ich aber nicht gesehen. Ah, da ist er wieder. Ah, das Ding. Ganz eklig. Alter. Nerv mich jetzt mal nicht. Aber heftig. Resonanz erhöhen. Fülle die Resonanzanzeige durch das Extrahieren von Kernen oder durch schnelle Auslöschung. Wenn sie voll ist, kannst du deine Eingangsfähigkeit nutzen. Das ist ein kleiner Schrein. Wo das Licht herkommt, muss der Waldpark sein.
Kein Schimmer, was die da treiben. Aber wir sollten uns beeilen. Absolut. Würde ich auch empfehlen. Bleiben wir mal uns ein bisschen. Wieso sieht man meine japanische Flagge nicht? Komm, zeig dich doch. Sei doch nicht schüchtern. So geht doch. Da drüben haben wir noch. Da ist der das komische Geisterding, ne? Das interessiert mich auch mal, wie wir das fangen können. Wir können sogar in der Luft extrahieren, das ist ja geil. So, da ist noch wieder einer. Clown brauche ich nicht, ich brauche eine Grün. Dass man das nicht zeichnen muss, erleichtert die Sache extrem. Dann kann man ihn einfach zeichnen lassen. Finde ich echt praktisch. Drüben. Ja, aber da drüben aufs Haus. Wir kommen nicht weiter, solange der Nebel da ist. Sieh dich um. Hier muss irgendwo ein Tori sein. Okay, das heißt, irgendwo soll es hier einen Schrein geben. Müssen wir uns ein bisschen umschauen. Missliche Lage. Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Wo denn? Ah, die Mädels. Das war natürlich ein Fail wieder. Rein mit dir. So, dann hier, vielleicht finden wir irgendwo ein Tor da oben. Von oben zu schauen, erleichtert die Sache vielleicht ein bisschen, um das Tor zu finden. Das Tor wie? Na toll, genau zwischendurch, Alter. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist wieder so was Verwachsenes, da bin ich erst gar nicht hin. Was hat denn die Katze zu sagen? Futter, wo ist Futter? Ich brauche Futter. Hm. Oh nee. Wunderbar.
und rausziehen. Bitte hilf mir, es tut so weh. Jing, 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 jing. Gehen wir weiter. Wir müssen das Tori finden. Aber wo gibt es das Tori? Da drüben, sagen sie. Okay, gehen wir mal darüber. Was ist das denn? Ich höre irgendwas. Oh ne. Hat lang genug gedauert. Ja, war meine Schuld. Da kommt ihre Verstärkung auf uns zu. Perfekt. Wunderbar. Sie sehen es auf den anderen Würfel an. Einfach rausgerissen. So, ist noch irgendwo jemand? Nee. Alles klar, das war ja easy peasy. Mama, wo bist du? Ich glaube noch richtig. Ja, genau andersrum. Okay. Können wir vielleicht die Straße hier nehmen? Ist das ein Telefon? Nichts ist. Das Telefon klingelt, höre ich gerade. Tö. Das kommt aus der Telefonzelle. Wollen wir abnehmen? Na, wie fühlt es sich an, die zweite Geige zu spielen? Ah, sorry. Dich meine ich gar nicht. Ich meinte deinen Kumpel da. Renko, du hast es wohl auch nicht unter die Erde geschafft, hm? Charmant wie eh und je. Du hast dich kein bisschen verändert.
egal. Der Nebel kommt jedenfalls aus dem Sengoku Center Building. Wie nett von dir. Spar dir das. Geht schon. Strange, Alter. Mich noch in den Wahnsinn. Nichts als Ärger hat man mit der. Ist das wirklich so abwegig, dass sie uns hilft? Ja, ist es. Eine Gehhilfe rausgeschmiedet, oder? Haben wir denn Zeit, diesen Geisttransmitter zusammenzubasteln? Bevor das alles passiert ist, wir wollten vorbereitet sein, wie sie. Oh, Daily Ninja. Ich höre den Geistermann da oben. Leute wollen auch. Geil war der denn. Hören wir uns mal seine Geschichte an. Da ist ein Hundi. Hier, du bist ein süßer Mensch. Kumpel. Ein weißer Shiba Inu. Mach schön langsam. Beige. Vielen Dank fürs Futter. Grabt er hier ein paar Sachen aus? Toilettenpapier, Alter. Was brauche ich denn Toilettenpapier? Noch ein Hund? Oder habe ich den schon gefunden? Ne, das ist noch ein Hund. Krass. Okay. Komm, ich geb dir auch was zu essen. Mach schön langsam. Oh Mann, das tut gut. Du bist ja ein echter Tierfreund. Findest du? Ich mach doch gar nichts Besonderes. Ah, vielleicht wollte das Toilettenpapier, denn das habe ich ja jetzt bekommen. Was war das mit der Toilette? Die Toilette im Park ist immer besetzt. Wir sollten es uns ansehen. Könnte ein Phantom sein. Toll. Eine öffentliche Toilette. Wie glamourös. Die Toilette im Park ist immer besetzt. Es gibt wirklich nur eine Toilette. Das scheint hier eher ein natürliches Phänomen zu sein. Tut mir leid, dann hättet ihr noch eine Rolle? What the hell? Komm schon, wie viele Rollen brauchst du denn noch? Er braucht halt, was er braucht, Mann. Gib's ihm einfach. Klopapier!
Ist bestimmt nicht leicht unter diesen Umständen. Ich kann's verstehen. Wäre vermeidbar gewesen, wenn er vorher einen Blick in die Kabine geworfen hätte. Kloppen wir jetzt aber noch da. Tja, geil. Geile Sidequest. Danke. Die Kabine ist endlich frei. Ist jetzt alles geklärt? Dann kannst du ja weiterziehen, oder? Oh klar, du hast recht. Ja, aber ich wollte aufs Klo gehen.